Ich in den Zeugenstand tritt, verfolgt er eine überraschende Strategie. Seine Überlebensstrategie war, dass er seine Verbindungen zu Hitler gar nicht leugnete. Er gab es zu, weil er das nicht verbergen konnte, seinen Stolz als junger Gefolgsmann im Dritten Reich. Aber der zentrale Punkt seiner Strategie war, sich von den anderen hohen Nazis zu distanzieren. Er hat geahnt, dass die anderen schnell als Verbrecher entlarvt werden. Ohne Rücksicht auf das eigene Volk den Krieg fortsetzen wollte. Es war mir klar, dass er beim Verlust des Krieges sein Schicksal mit dem des deutschen Volkes verwechselte. Warum scheiterte diese? Speer will das Gericht überzeugen, er sei von den Vorgängen einfach mitgerissen worden und hätte nur wenig oder keinen Einfluss auf Entscheidungen gehabt. Der Holocaust sei ihm gänzlich verborgen geblieben. Die Hauptanklage gegen Speer beruht auf der brutalen Behandlung der Sklavenarbeiter in seinen Fabriken. In dieser Hinsicht ist der Architekt Hitlers angreifbar. Besonders als sich herausstellt, dass Speer an einigen Sitzungen zum Thema Sklavenarbeit teilgenommen hat. Da er nicht persönlich in die Beschaffung der Arbeiter involviert war, gibt Speer vor Gericht alle Schuld einem seiner Mitangeklagten, Fritz Saukel. Bevollmächtigter für den Arbeitseinsatz. Speer war bereit, Saukel an den Henker zu liefern. Saukel sagte im Verhör über Speer, dieser Mann sollte hängen. Sie hatten kein allzu gutes Verhältnis. Und Saukel ließ sich dazu den Auftrag geben, 3,5 Millionen Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten zu holen. Die Beschuldigung Saukels ist aber nicht die einzige Taktik Speers. Er macht etwas Unerwartetes. Etwas, das ihn von allen anderen Angeklagten unterscheidet. Weil seit dem 20. Juli... Er bittet um Verzeihung und übernimmt eine gewisse Verantwortung. Jedoch nicht, ohne sich abzusichern. Offiziell sagte er, ich wusste nichts, hätte es aber wissen müssen. Aber ich wusste von nichts. I stated when I was in the witness box that I am responsible for all those things, for all the slave labor. I didn't avoid... telling clearly to the judges what I did, and even I felt responsible when it were orders of Hitler. Others, accused, say always were claiming that it were orders of Hitler. I didn't do that. He never said I'm guilty. Er hat nie gesagt, ich bin schuldig. Er sagte nur, er übernehme die Verantwortung als Mitglied dieser Regierung. Eine seltsame Verteidigung. Speer nimmt die Schuld auf sich, leugnet aber jegliches Wissen über die Verbrechen. Eine Schuld ohne Verantwortung. Speer betont seine spätere Ablehnung Hitlers. Er habe sogar ein Attentat geplant, bei dem er einen Gaskanister in den Führerbunker werfen wollte. Ich konnte es nur persönlich durchführen. Weil seit dem 20. Juli nur ein engerer Kreis noch Zutritt zu Hitler hatte. Die Mitangeklagten lachen ihn aus. Der Prozess endet am 1. Oktober 1946. The leaders of a nation are brought to judgment for crimes that shocked the entire world. For Göring, death. Dönitz, 10 years. Life imprisonment for Hess and Raeder. Von Ribbentrop, death. And Schirach, 20 years. Der Tag der Abrechnung ist gekommen.
Die obersten Nationalsozialisten bezahlen für ihre Vergangenheit mit ihrem Leben. Alle, außer einem. Albert Speer kommt glimpflich davon. Defendant Albert Speer, the tribunal sentences you to 20 years imprisonment. Speer ist dem Tod damit nochmal entkommen. I think he won a lot of sympathy from the Western. Er sammelte bei den westlichen Richtern eine Menge Sympathiepunkte, nicht bei den Russen. Die wollten ihn hängen sehen. Aber die Amerikaner und Briten haben ihm die Rolle als ruhiger Bürgerlicher abgenommen, der sich die Hände nicht schmutzig gemacht hatte. Als Speer abgeführt wird, bleiben Zweifel, ob es hier nicht eine Abmachung gegeben hat. Viele glauben, der amerikanische Ankläger sei bei ihm weniger hart gewesen als bei den anderen Angeklagten. Hat ihm die vorangegangene Zusammenarbeit mit Nitzel das Leben gerettet? Die Frage bleibt all die Jahre über aktuell. Besonders in Anbetracht der kommenden Ereignisse. Am 18. Juli 1947 erreicht Albert Speer das Gefängnis Spandau in Berlin. Ihn erwarten 2 Jahrzehnte hinter Gittern. Gefangener Nummer 5 folgt einer monotonen Routine. Er liest Bücher und pflegt einen kleinen Garten. Entgegen aller Bestimmungen schreibt er auch an seinen Memoiren und nutzt dafür jedes Stück Papier, das er in die Finger bekommt. Mitte der 1950er Jahre gibt es Rufe nach einer Begnadigung. Aber die Sowjets bestehen darauf, dass er die gesamte Haftstrafe absitzt. Albert Speer wird am 30. September 1966 punkt Mitternacht entlassen. Er hat somit seine komplette Haftstrafe verbüßt. Er wird in ein nahegelegenes Hotel gebracht und hält sofort eine improvisierte Pressekonferenz. Oh, Monsieur, mon français est trop mauvais. Quelques mots sur le passé, quelques mots sur l'avenir. Sur l'avenir. Oh, j'espère que je serai un architecte et que j'ai beaucoup de travail. Quelle est votre première impression d'homme libre? Oh, mon Dieu. Albert Speer wird zum Medienstar. Er erfindet sich selbst neu als der gute Nazi. Speer wird von Interviewanfragen überschüttet. Besonders nachdem er 1969 sein heimlich in Spandau geschriebenes Buch veröffentlicht. Unter dem Titel Erinnerungen landet Speer einen internationalen Bestseller über seine Zeit im nationalsozialistischen Deutschland. Das Honorar macht aus Speer einen gemachten Mann. Doch es gibt weiterhin unangenehme Fragen über den angeblich guten Nazi. Im Oktober 1971 veröffentlicht Harvard-Professor Erich Goldhagen einen Artikel in einer Fachzeitschrift, Speer sei über die Endlösung, die Vernichtung der Juden, bestens informiert gewesen. Goldhagen weist nach, dass Speer im Oktober 1943 an einer Konferenz im polnischen Posen teilgenommen hat.
Dort hat Heinrich Himmler, einer der übelsten Schergen Hitlers, offen über die Auslöschung der Juden referiert. Mir war die Wichtigkeit der Rede sofort bewusst. Speer hatte gerade seine Memoiren veröffentlicht und geschrieben, er hätte nichts vom Schicksal der Juden gewusst. Aber in dieser Rede spricht Himmler über die Vernichtung der Juden. Speer antwortet, er sei zwar dort gewesen, hätte den Raum aber vor der Rede Himmlers verlassen. Trotz dieser neuen Enthüllungen hofieren ihn die Medien weiterhin. They now meet again for the first time in 26 years. 1972 trifft Speer George Ball zusammen mit dem Historiker Hugh Trevor Roper, der nach dem Krieg selbst Jagd auf Nationalsozialisten machte. The final solution was only declared in 1941. You know that the final solution was a secret, and it was a secret to me too. Of course, he certainly made hateful remarks about the Jews, as they are in the table talks, but not more. And it's very difficult to find out such a secret even if you are in the government. Obwohl sie Speer für schuldig halten, gehen sie sehr sanft mit ihm um. Genau wie viele andere Journalisten und Historiker. That was another point which is going apart from this first answer. Die Enthüllungen Goldhagens werden mit keinem Wort erwähnt. Im Oktober 1972 erhält er eine weitere Gelegenheit, sich als guter Nazi zu präsentieren. Er fährt nach England und wird von Ludovic Kennedy interviewt, einem bekannten Sprecher der BBC. The end of the war came and you saw what had happened in the concentration camps and you were appalled and you took, did you not? And you say so in your book very tellingly, you took the guilt of Germany upon yourself. Yes, I feel the guilt and I feel a responsibility and I think that it's a kind of duty to inform other people how it was, and I don't run away from discussions with students and young people if I'm asked to because that's going on. It's of course to me it's not pleasant to always to be pushed in the past. I would like to be somewhere else and having nothing to do with the past, but it's necessary. Wieder wird Speer im Interview geschont. I'm afraid, Herr Speer, I must stop you there. Thank you very much indeed. Thank you. I think it was, this last thing was quite good. Yeah, I think it was fine. I think it was fine. Speer spielt weiterhin den guten Nazi. Seine Reputation bleibt ihm bis zu seinem Tod erhalten. Er stirbt am 1. September 1981 nach einem Herzinfarkt in einer Londoner Klinik. Er hatte gerade nach einem weiteren Interview das Fernsehstudio verlassen. Und so hätte die Geschichte enden können. Albert Speer, der gute Nazi, der sich entschuldigt hatte, obwohl er den Dingen völlig unwissend gegenüberstand. Doch nach seinem Tod gibt es neue Enthüllungen. Am 11. Mai 2005 publiziert eine britische Zeitung einen Schriftwechsel zwischen Speer und Himmler vom Mai 1943. Es ging um den Ausbau des Konzentrationslagers Auschwitz, des schlimmsten aller deutschen Vernichtungslager. Zwei Assistenten Speers hatten Auschwitz einen Besuch abgestattet. Am gleichen Tag waren dort 900 polnische Juden in die Gaskammer getrieben worden. Auch wenn sie den Massenmord nicht selbst beobachtet hatten, so wurden die beiden Männer auf jeden Fall Zeugen der schlimmen Verhältnisse im Lager. In diesem Fall hätten sie Speer auf jeden Fall Bericht erstattet. Zwei Jahre später, im März 2007, taucht ein Brief auf, der die Schuld Speers in ein neues Licht rückt. Er hatte 1971 der Witwe eines belgischen Widerstandskämpfers geschrieben. In dem Brief ließ Speer durchscheinen, dass er sehr wohl die Rede Himmlers auf der Posener Konferenz verfolgt hatte, inklusive aller Bemerkungen über die Vernichtung der Juden.
Speer lebt er all die Jahre mit dieser Lüge. Doch am Ende ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Die Befürchtung vieler wird bestätigt. Hinter der Fassade des guten Nazis steckte ein Verbrecher wie alle anderen. Sein sorgsam gestrickter Mythos hatte nur ein Ziel, ihn vor dem Galgen zu bewahren. Später wurde daraus ein Teil seiner neuen Identität als guter Nazi. Die Frage für die Überlebenden des nationalsozialistischen Terrors ist: Kam Albert Speer zu einfach davon? Waren die 20 Jahre Gefängnis genug? Oder hätte auch er mit dem Leben bezahlen müssen?